So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin and Glow Challenge. Beim letzten Mal haben wir uns im Raumfahrtzentrum umgesehen. So, und waren in Metaros City und haben gegen ganz viele Team Magma-Leute gekämpft, weil irgendwie meinte Team Magma, hey, es wäre doch jetzt voll lustig, wieder mal ein bisschen auf der Bildfläche zu erscheinen, alles noch schwerer zu machen. Das finde ich äußerst produktiv. Ich will außerdem kurz was nachschauen. Und ich möchte kurz sagen, ich habe offscreen wieder eine kleine Runde gegen Heiteras gekämpft. Und deswegen noch ein paar Level-Ups bekommen. Das heißt, alle sind Level 59 und gell, Level 60. Und glaubt mir, wir brauchen die Level. Mhm. Wenn ich alles richtig im Kopf habe, auf jeden Fall. Gut, aber jetzt haben wir noch herausgefunden, dass Sinja, ich nenne sie jetzt einfach Sinja, weil Sinja cooler klingt als Amalia. Yo. Oder ich werde bis zwischen beiden Namen wechseln. Aber nicht, dass ihr euch wundert, dass ich irgendwie einen anderen Namen benutze, als der da steht. Oder, ja, als ein Charakter, der ein... Ich benutze den Namen eines Charakters, der eigentlich nicht existiert. Nur im Englischen, aber in Ordnung. Nein, wir haben beim letzten Mal erfahren, nicht I. Ivir. Das klingt wie ein komischer Virus, aber in Ordnung. Nee, beim letzten Mal haben wir auch noch erfahren, dass nämlich diese Sinja, Amalia, Frau... zum Team Magma Geheimversteck möchte, denn... dort möchte sie Marks Megastein einsacken. Aber das wollen wir doch verhindern. Oder zumindest schauen, was sie jetzt eigentlich genau vorhat. Weil so genau wissen wir das doch gar nicht. Sie hat nur unser Dimensionswandler zerstört. Ich glaube, so hieß er, das gute Stück. Und ja, das wäre halt... ein Schutz wäre schön. Nee, das wäre halt... Es ist halt interessant zu erfahren, was sie jetzt damit jetzt eigentlich vorhat. Und ich laber Scheiße. Beziehungsweise ich laber... Sachen, die einfach irgendwie nicht zusammenhängend sind. Aber das kann ich ja sowieso super, das wissen ja alle hier. Gut, rein da. Ach ja, zurück in das Gebäude mit der coolen Musik, die immer noch voll abgeht. Ich mag das Gebäude immer noch extrem. Ist euch langweilig? Einfach unglaublich, wie stark diese schwarzhaarige Frau mit dem Pagentit war. Aber unseren Anführer erreicht sie so leicht nicht. Um zu ihm zu gelangen, muss sie nämlich zunächst einen Raum durchqueren, der mit Warpfeldern gespickt ist. Das habe ich aber auch schon gemacht. Da drin ist eine Frau mit ihrem Flurmel. Ja, danke für diese Information, das weiß ich auch schon. Seid doch mal etwas hilfreich, dankeschön. Was? Wie bitte? Diese junge Frau mit den Drachen-Pokémon ist ehrlich mit jeder Menge Talent gesegnet. Es würde mich nicht sonderlich überraschen, wenn selbst Mark machtlos zu viel M-Worte wäre gegen sie und so. Yay, Warpfelder. Waren die beim letzten Mal auch schon da? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen. Ich weiß nur, dass es hier noch ein paar Trainer gibt. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob die fest sind. Immer noch wunderbare Lava in der... Magma, sorry, in den Röhren hier, die immer auch aus einem mir nicht erfindlichen Grund nicht schmelzen wollen, was immer noch keinen Sinn ergibt. Aber in Ordnung. Vielleicht spezial angefertigtes Glas, wer weiß. Guten Tag. Jeden Morgen um 11 Uhr versammeln sich hier alle Mitglieder von Team Magma, um den weisen Worten von Mark, unserem Anführer, zu lauschen. Jeden einzelnen Morgen. Klingt dir sehr motiviert. Bin sicher, du bist Mitarbeiter des Monats. Wow, 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 wow. Komm mir nicht zu nah, verschwinde. Warum sagst du wow, 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 wow? Häng ein U hinten dran und du bist ein Hund. Oder so. Ich weiß es nicht genau. Smogmog. Okay, ich glaube, ich habe Titan vorne, oder? Ja. Yep. Damit kann ich leben. Damit kann ich durchaus leben, denn jetzt kommt ein Sinnkopfstoß, der sich gewaschen hat. Und ich brauche erstmal meinen Stift. So. Sinnkopfstoß. Und tschüss. Smogmog, war schön mit dir. Mittlerweile sind wir auf einem guten Level. Aber ich möchte nochmal kurz anmerken, wir müssen auf Level 75 trainieren vor der Liga. Das ist viel. 75 ist... also. Troy's stärkstes Pokémon bei den Liga-Rematches. Oh Gott. Nein, Hyperschlag brauchen wir nicht. Bei den Rematches ist Troy's stärkstes Pokémon Level 79. Nochmal kurz zum Anmerken. Dementsprechend 75 ist ein sich Pflicht, damit wir durchkommen. Weil wir haben im letzten Mal gesehen, dass es auch, wenn wir anfangs gut durchgekommen sind, am Ende wird es doch schwer. Und es gibt ja noch was anderes, das in den Rematches anders ist, als bei den ersten, also bei der Hinrunde. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, sage ich jetzt nichts und sag nur, lasst euch überraschen. Für die Leute, die das Spiel nicht, kennen, wissen, was ich meine. So, sie wollen uns bestrafen dass wir in das Versteck eingedrungen sind. Das kann sie ja versuchen, aber es schafft sie eh nicht. So, der Vulkan im Hintergrund ist auch sehr schön. Kamaup. Solange wir nicht mit einem Protogrounden kommt, alles gut, weil Protogrounden ist immer noch ein Nemesis für dieses Team. So, Titan, ja... irgendwie ist er jetzt ja der geistige Nachfolger, auch wenn jetzt an sich der eigentliche Nachfolger ja Gale sein müsste für Anubis, aber irgendwie ist er der geistige neue Anführer dieses Teams, weil, naja, kämpft die ganze Zeit nur mit ihm, was jetzt eigentlich nicht so die Absicht ist, aber er rockt einfach durch, oder es eigentlich, weil es hat ja kein Geschlecht.
Metagross ist ja ein geschlechtsloses Pokémon, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Im Endeffekt ist es ein Stahlklumpen. Mit Computergehirn. Was wichtig ist. Es ist ein Psychostahl-Pokémon. Weil ich auch sagen muss, dass man Lipomantas gerne mal eine Mega-Entwicklung geben könnte. Psychostahl. Habe ich letztens mit einem Kollegen drüber geredet. Weil er meinte, Lipomantas hat eine Mega-Entwicklung verdient. Wo ich ihm auch zustimme, weil Lipomantas ist cool und etwas unbrauchbar. Zumindest nicht ganz so brauchbar. Und Mega-Entwicklung, keine Ahnung. Habe ich überlegt. Nein, ich wollte eigentlich mit dem Typ reden. Nicht mit dem Bett. Das Bett ist sehr gesprächig, muss ich sagen, dafür, dass es ein Bett ist. Ich habe dann mir überlegt, so, ein was? Ein was? Sehr schön, dieses Bett hat den heutigen Nachtlagergeruchstest mit dem Prädikat Dufte bestanden. Oh Gott. Haha, ich lachte. Wow. Diese Wortwitze, sie werden immer schlimmer. Stehe ich eigentlich irgendwo? Nee, passt alles. Ich dachte gerade, ich stehe mit dem Stuhl am Stativ für meinen. Ne, hier drin brauche ich keinen Schutz mehr. Stativ für mein. Für Mikrofon. Deswegen, hätten sich die Ausschläge so ein bisschen erklärt, die mal wieder zwischendrin sind, aber es kann auch einfach sein, dass es Ausschläge sind, die reinkommen, weil ich mich bewege, weil Motion Capture und so vom Mikrofon kennt man ja. Ja. Yeah. Was soll ich jetzt gesagt haben? Ich habe irgendwas erzählt und dann bin ich rausgekommen, weil ich mit dem Bett beschäftigt war. Genau, Lipomantas. Dann habe ich halt vorgeschlagen, Psychostahl wäre cool, weil damit würde halt Eis und Wasser als Schwäche wegfallen. Bass und Pflanze, was ziemlich cool wäre. Ja, genau. I guess Sternenhieb. Oh mein Gott, ja gut, das hält's aber aus. Da bin ich jetzt ganz zuversichtlich, dass, wow, mir selbst in einem Crit. Süß. Tschüss, Magnein, will ich jetzt mal behaupten. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich, Titan. Das machst du sehr gut. Dann brauche ich jetzt auch irgendwie sowas wie Ableithieb oder sowas, damit wird er voll rocken, weil er sich damit auch noch heilen kann. Ganz ehrlich, wäre nice, aber nein. Nein, nein, wir kommen auch so klar. Wir kommen auch so klar. Moment, wo ist mein Kumu-Milchzeug? Hier. Perfekt. Wieder vollkommen geheilt. Und vielleicht sollte ich mal ein anderes Pokémon vorsetzen, wenn ich gerade so sehe, wie. Das war ein komisches Geräusch. Wie hier gerade Titan davon levelt. Ich glaube, ich setze mal wieder Rex vor, weil Rex hat noch eine wichtige Aufgabe in diesem Let's Play. Die allzu bald schon folgen wird. Was ist denn hier hinten? Da ist ein Porter. Da ist ein Mann. Hallo Mann, was machst du hier? Meteoriten, Naturenergie und urzeitliche Pokémon. Wir führen die Experimente durch, um zu ergründen, wie sie miteinander in Verbindung stehen. Davon erhoffen wir uns, irgendwann auf künstliche Weise rote Edelsteine herstellen zu können. Aber bisher tappen wir noch leider völlig im Dunkeln. Manche Sachverhalte sind wohl einfach zu komplex, als dass wir Menschen sie begreifen könnten. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo sie ist. Ich glaube, sie ist zu Marks Büro. Wenn ich jetzt auch wüsste, wo das ist, wäre das natürlich sehr nice. Willst du kämpfen? Ja, du willst kämpfen. Guten Tag, was geht? Diese Frau hat mich... anscheinend war sie hier. Gut, diese Frau von vorhin hat mich besiegt, aber glaube nicht, dass mir das noch einmal passieren wird. Ich hoffe, du warst ein Mann, weil ich jetzt gerade als Mann gesprochen habe. Ja, nice. Richtig geraten. Ich meine, das war eine 50-50% Chance. War eigentlich ein bisschen drüber, weil die meisten Mitglieder von Team Magma, glaube ich, männlich sind. Ich meine nicht, dass sie 50-50 ausgewogen sind, aber an sich ist die Wahrscheinlichkeit ja, dass jemand männlich oder weiblich ist, 50-50. Zumindest jede Person für sich. Gut. Dann würde ich sagen, Zeit für Mega-Disputer, Mega-Rex. Wieder im Einsatz. Oh yeah. Swoop, swoop, swoop und los geht's. Unnötige Cutscene, weil auch ein normaler Steinhagel wahrscheinlich gereicht hätte, aber Rex kämpft niemals auf Sparflamme, nein, immer auf ganz oder gar nicht. Deswegen kommt jetzt der Steinhagel und das sollte auf jeden Fall reichen. So. Ich denke, ich werde auch beim Steinhagel bleiben und nicht auf die Steinkante gehen, einfach weil der Steinhagel häufiger trifft als die Steinkante, was für mich persönlich wichtig ist. Ich trinke lieber kurz einen Schluck Kaffee. Es wird zur Gewohnheit, dass ich immer mit Kaffee hier sitze beim Aufnehmen. Aber irgendwie hat das was. Das hat dann eine irgendwie so Kaffeeklatsch. Hat das so ein Kaffeeklatsch-Feeling, muss ich sagen. Guten Tag, du wirst doch sicher auch kämpfen. Ich soll nicht glauben, dass ich hier vorbeikomme. Doch, ich glaube schon. Ich habe so das Gefühl, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Magnaien. Mal wieder. Aber diesmal habe ich kein Psycho-Pokémon vorne. Dementsprechend, sage ich viel Spaß mit dem, was jetzt kommt. Und zwar wahrscheinlich einem Steinhagel oder einem Erdbeben. Okay, das ist jetzt uncool. Aber, diesmal sorge ich vor. Ich werde wieder auf neutral setzen, deswegen Dragon Dance ich ins Unermessliche. Und boom! Was ich aber cool finde, dass sie eingebaut haben, dass wenn man spezielle Kämpfer hat, dass die ganze Animation nochmal abgespielt wird, weil ich finde einfach die Komplett-Animation von der Mega-Entwicklung sehr viel cooler mit dem Trainer im Hintergrund und so. Das war eins zu eins das Geräusch, was bei der Mega-Entwicklung kommt. Ihr müsst mir glauben. Es ist so. Oder so. Steinhagel.
Jetzt kommt schon nicht wieder. Tieflack? Nein, nicht mal. Habe ich ihn perfekt ausprediktet, muss ich sagen. Perfekto. Denn er hat erst einen Tieflack gemacht, als ich gedragonanced habe und jetzt ist er tot. So einfach kann es gehen. Perfekt. Level. Nee, kein Level Up, schade. Ich hätte kein Level Up für Rex. Das wäre voll cool. Das wäre voll Knorke. Aber egal. Natürlich. Mhm. Das wird süßer Schaden, glaube ich. Jo, 14 KP. Das war nicht mal. Nicht mal 10% waren das. Nicht mal. Schämst du dich denn nicht, Golbat? Schämst du dich nicht? Dafür wirst du jetzt dem Erdboden gleich gemacht. Beziehungsweise auf den Erdboden zurückgeworfen. Ich hol dich zurück auf den Boden der Tatsachen. Ja. Ne? Schlechte Wortwitze. Müssen. Mützen. Mützen, ja. Genau. Da war noch ein Trank. Sehr gut. Dann muss ich keinen größeren Trank verschwenden. Ich bin jemand. Immer gucke ich drauf, ob das jetzt passt oder nicht. Hm, an sich ist es nicht notwendig, aber trotzdem. Okay. Ich glaube, wir sind richtig, wenn ich sehe, dass wir jetzt gleich in Doppelkampf geschmissen werden. Ein Pokémon. Wobei nicht mal. Wir kämpfen nur gegeneinander gegen sie. Schade. Gegeneinander? Nacheinander. Ja, meine Worte geben heute erstaunlich wenig Sinn. Wow. Nee, ich versuche heute jetzt echt mal meine Worte mal einzuhalten und die Delta-Episode fertig aufzunehmen. Dementsprechend, ja. Ey, ganz ehrlich, da muss ich nicht mal mega entwickeln, das reicht auch so. Ich wollte gerade fast einen, hab fast einen Dragon Dance gewählt jetzt. Aber ich denke mal, da sollte auch ein Erdbeben ausreichen. Das erste Mal glaube ich, dass ich Rex so kämpfen lasse, um das mega zu entwickeln. Hä? Oh, 666, teuflische Erfahrung. Sehr nice. The Devil. Dein teuflischer König. Nein, du willst gar nicht reden. Wenn du Simons Anführer suchst, bist du hier leider an der falschen Adresse. Vorhin hat sich übrigens schon mal jemand hier verirrt. Eine junge Frau mit einem Flummel. Sehr schön. Sie ist einfach falsch gelaufen. Hier ist hier eigentlich noch irgendwas. Ich guck mal kurz nach. Ein Barfeld, das ich wahrscheinlich nicht nehmen möchte. Wenn ich hier falsch bin, sollte ich wieder zurücklaufen. Ich dachte, vielleicht ist da noch ein Item, das ich nicht geholt habe oder so. Mensch, kann ja sein. Kann ja sein. Aber okay, dann wieder zurück in die andere Richtung. Am besten, indem ich aufs Warpfeld laufe und nicht dran vorbei. Das ist meistens hilfreich. Hier lang jetzt vielleicht? Ich habe keine Ahnung, wie dieses Versteck aufgebaut ist. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das führt uns zu Max Zimmer. Gut, das war anscheinend der falsche Weg. Das ist jetzt besser? Naja, viel mehr als in eine Richtung laufen bleibt mir gerade echt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich glaube, hier muss ich jetzt aber an dem vorbei und muss den hintersten Porter nehmen. Und... ja, das sieht gut. Das sieht richtig aus. Gut und richtig sieht das aus. Ich denke, wir sollten bereit sein. Ich denke, ich lasse auch Rex vorne, weil Mega-Pokémon ist nie verkehrt. Guten Tag. Und Schluss. Die stolze Gewinnerin ist Sinja oder Amalia. Hm. Hoppla, das bin ja ich. In der dritten Person von sich selber zu reden. Schäm dich, Mädchen, schäm dich. Das macht man nicht. Ich kann das nicht leiden. Erinnert euch an den Weike. Er ist gestorben deswegen, weil er von sich selbst in der dritten Person geredet hat. Anspielung an Fullmetal Alchemist. The fuck? Fire Emblem Stream, so. Max, sind Sie unversehrt? Unglaublich, ich, der große Max, soll gegen eine junge Dame wie Sie verloren haben. Flum, flum. Oh, Evelina, da freut sich aber wer. Du kommst eben ganz nach deiner Frau Mama. Okay. Wir beide sind immer auf einer Wellenlänge. Wer sind Sie überhaupt? Wer ich bin? Gute Frage. Ich bin... ein Terminator, keine Ahnung, der Terminator, der schlimmste Albtraum ist immer eine gute Antwort. Ich habe es im Leben zu nichts gebracht. Nichts ist hier so gelaufen, wie ich es wollte. Wer bin ich also? Ach, lassen wir den Quatsch. Eine Identitätskrise ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Hey Mo! Schön, dass du mich einfach gesehen hast, ohne dich zu mir umzudrehen. Steh da nicht rum, wie bestellt und nicht abgeholt. Los, komm schon rüber. Hi. Kindchen, du bist es. Was führt dich hierher? Ist doch klar, er ist eben ein echter Held und echte Helden retten nur mal die Welt. Aber diesmal stand er leider auf eine Minute zu spät auf der Matte. Wie sich jeder von diesen Mädchen einfach jeden die Schlüsselsteine klauen lässt. Aber komischerweise hat sie unsere noch nicht geklaut. Aber das werde ich auch nicht zulassen, das ist meiner. Meins? Ali hat Mark seinen Schlüsselstein verwendet. Vorsicht, Sir! Das kam zu spät. So, dein Schlüsselstein gehört ab jetzt mir. Endlich ist es soweit, Avelina. Dein Name. Oh, die englischen Namen sind so viel schöner. Flurm? Jetzt haben wir alles zusammen. Um Rayquaza herbeizurufen. Damit wäre unsere Arbeit hier getan. Wir machen dann mal die Flatter. Mo, du folgst mir am besten. Auf uns wartet als nächstes der Himmelturm. Ein Ort, der zum Anbeginn der Zeit versiegelt wurde. Wenn du nicht weiter
wenn du nicht weiter weißt, dann bitte am besten den ehemaligen Champ um Hilfe. Also dann, los geht's. Flomel! Tschüss. Wir halten sie aber auch nicht auf, dann wir lassen sie einfach ziehen. Was für eine Unverfrorenheit. Er stellt diese Unruhestifterin unser halbes Versteck auf den Kopf und jetzt verschwindet sie einfach wieder. Dieses Verhalten ist unverzeihlich. Interessant, dass du dich ausgerechnet jetzt hier reinfindest, ist wohl kein Zufall, sondern Bestimmung. Wie bitte, Sir? Galle, gib ihm das hier. Ist das Ihr Ernst, Sir? Ja, das ist mein Ernst. Ohne den Schlüsselstand habe ich keine Verwendung für diesen Megastein. Wie Sie meinen, Sir? Wir hatten ein Kamerobnit. Cool. Das haben wir ja schon mal gegen uns gesehen. Und hat uns ziemlich in Ärger gemacht. Das ist Kamerobnit. Wenn du ein Kamerob hast, schlage ich vor, dass du ihm das Item zum Tragen gibst. Blablabla Worte. Im Moment bin ich nicht dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung auszulösen. Deshalb möchte ich, dass du diesen Megastein nimmst. Das ist leider alles, was ich im Moment für dich tun kann. Diese junge Dame hat eben große Talente im Umgang mit Drachen-Pokémon bewiesen. Das heißt, sie ist auf keinen Fall irgendein dahergelaufener Trainer. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was sie vorhat. Aber du bist wahrscheinlich der Einzige, der ihr das Handwerk legen kann, Kleiner. Also bitte, kümmere dich an meiner Stelle um sie. Alles klar. Für Mark! Oder so. Oh ja. Troy meldet sich wieder. Oh, bist du wohl auf? Verstehe, so ist das also. Der Schlüsselstein, der Himmelturm, die Meteoraner. Ja, jetzt ergibt alles langsam Sinn. Ich muss so schnell wie möglich mit dir sprechen, um unser weiteres Vorgehen zu planen. Treffen wir uns am besten im ersten Stock des Raumfahrtzentrums. Ich warte auf dich. Also bis bald. Tut! Okay. Das heißt, wir dürfen jetzt den Weg zurückfinden. Können wir bitte Fluchtseil einsetzen? Das wäre schön. Geht das hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich würde mich freuen. Wo ist das Fluchtseil? Fluchtseil! Where are you? Where are you, Fluchtseil? Da. Das ist der Honig. Einsetzen. Ernsthaft? Oh, Mann. Ich soll wieder zu Fuß hier rausrennen und mich hier 15 Mal verlaufen. Wahrscheinlich finde ich jetzt nicht mal auf Anhieb meinen Weg zurück. Doch, hat gepasst. Sehr gut. Ich mag die Porter nicht. Vor allem dauert es in dem Spiel irgendwie immer ewig, bis irgendwas passiert mit den Portern. Du schwebst ewig durch die Luft und ja. Kann sein, dass wir den Part heute außerdem etwas überziehen werden, weil ich muss schauen, wie ich es zeitlich hinbekomme. Ich weiß nämlich jetzt noch ungefähr, was auf uns zukommt. Und das ist noch ein bisschen mehr als erwartet. Sagen wir es mal so. Also es ist noch ein bisschen mehr. Noch einige Kämpfe kommen auf uns zu. Ich habe nicht erwartet, dass wir jetzt nur noch mal kämpfen müssten, aber anscheinend doch nicht. Also jetzt hier im Magma-Versteck, muss ich doch sagen. Ich muss aber auch sagen, dass ich persönlich Team Magma gefährlicher finde als Team Aqua. Zumindest mit unserem Team aktuell, weil wir eine unglaubliche Feuer- und Bodenschwäche haben. Das heißt, wir machen sonst. Hätte ich jetzt Alpha Saphir gespielt, wäre es sehr viel einfacher geworden. Bei den Alpha Saphir zum Beispiel hätten wir Trixie nicht opfern müssen. Gegen Proto Kairoku hätte ich nämlich einfach eine Elektroattacke, hätte ich einfach Zeus vorgesetzt und das wäre es gewesen. Weil Wasserattacken heilen Zeus nur. Und Elektroattacken sind sehr effektiv gegen Proto Kairoku. So, zurück nach Musma City. Ach, dieses Hin und Her ist so wunderschön langweilig. Ich finde es ein bisschen eintönig, muss ich sagen. Leider. Ich überlege gerade, wie ich die Parts splitte im besten Fall. Hier auf jeden Fall mal heilen. Aber ich glaube, mit Troy gehen wir tatsächlich beim nächsten Mal, weil ich muss gucken, wie ich es am besten splitte. Und ich denke, am cleversten ist es jetzt, das so aufzuteilen, dass wir jetzt nicht ungünstige Situationen haben. Das heißt, wir haben noch drei Parts. Würde ich also noch, nachdem noch zwei Parts mit Delta-Episode, dann drei Parts Illegal Rematches und dann ist Schluss. Würde ich jetzt gerade vermuten. Das heißt, 76 Parts wäre jetzt meine persönliche Vermutung gerade. Aber okay. Ich habe die Delta-Episode nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Ich weiß nicht, wie viel Dialog es noch gibt und alles drum und dran. Deswegen mag ich da jetzt noch keine hundertprozentig genaue Aussage zu treffen. Wie dem auch sei, das war's für heute mit Pokémon Omega Rubin Egglock Challenge. Beim nächsten Mal schauen wir dann mal, was Troy von uns möchte, beziehungsweise was er mit uns besprechen möchte, denn wir wissen ja an sich schon, wo wir hin müssen. Logischerweise zum Himmelturm, weil, ja, sehen wir das sogar schon auf der Karte, weil wir waren schon einmal kurz da, meine ich. Müsste hier sein. Keine Blumenwiese. Okay, nee, der ist hier auf der Ute irgendwo. Da, glaube ich, da wo jetzt der Pfeil etwa drauf ist. Waren auch schon mal in der Nähe, aber konnten nicht rein, weil wir nicht reingelassen wurden. Aber okay, dann machen wir uns beim nächsten Mal auf den Weg dahin und hören uns natürlich auch an, was Troy zu sagen hat. Vielleicht hat er noch irgendeinen letzten wichtigen Tipp oder so. Wir werden sehen. Das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Omega Rubin Egglock Challenge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Fast vergessen. So geht's nicht.